Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute ist Mittwoch, ist gleich in 1,5 Stunden ungefähr Heatgun-Rage-Stunde. Mal schauen, ob irgendwas stattfindet. Ich kann immer in der Innenstadt raiden, aber ich habe jetzt da nicht so unbedingt Bock, weil ich brauche die Arenen halt nicht. Ich habe die schon alle auf Gold. Das Gebiet, wo ich halt raiden will, das macht immer sehr kurzfristig die Rage-Stunde aus. Deswegen halte ich meine Augen offen. Falls da was stattfindet, da gehe ich dahin. Wenn nicht, dann mache ich ein paar Raids in der Innenstadt, weil so interessiert bin ich jetzt sicher an Heatgun. Ich habe einen 98er, ich habe sogar zwei. Letztes Mal bei der letzten Raid-Stunde bereits einen 98er gefangen. Noch kein Shiny, aber mein Kleiner hat einen Shiny, also brauche ich eigentlich keinen Shiny. Weil irgendwann tausche ich ihn mir halt rüber. Der einzige Unterschied ist halt, wenn ich selber einen Shiny fange, spare ich mir halt 40.000 Sternstaub. Weil sonst ist es halt ein neuer Dex-Antrag, also ein neuer Eintrag und kostet halt 40.000. Das ist so der einzige Grund. Deswegen mal schauen, was so passieren wird. Ansonsten auf Instagram wieder ein bisschen aktiver. Vor allem, weil ich gestern ein Gewinnspiel veranstaltet habe. Endlich, da wo ich das Brook verlose, könnt ihr gerne vorbeischauen. Denn wenn alles klappt, lade ich dieses Video hier heute Abend noch hoch. Denn dadurch, dass ich gestern dieses Video geschnitten habe und gedreht habe, habe ich gestern eigentlich nichts gemacht und kein Video für heute. Also muss ich heute das Video von heute hochladen. Und normalerweise kommt das Video eigentlich immer am nächsten Tag. Gewinnspiel läuft, ist eigentlich nicht so tricky und knifflig, aber für die meisten schon, was halt gut ist, weil man will natürlich auch eine Menge Leute ausmisten. Ohne würden wahrscheinlich so 500, 600 Leute mitmachen. Aber bisher sind es, ich glaube, noch unter 50, unter 30 sogar, die es gelöst haben. Also der Plan geht auf, Leute werden ausgemistet. Aber schon lustig, wie ihr euch da bemüht und auf was für Ideen und Lösungen ihr da kommt. Sehr wilde Fantasie. Ich kann euch aber jetzt schon mal sagen, natürlich sind diese Zahlen nur ein Hinweis. Das habe ich auch so im Video gesagt. Keine Ahnung, wie ihr darauf kommt, dass die Zahlen die Lösung sind. Und es ist doch offensichtlich, dass ich als Rätsel-Fan und so Detective Conan, Kaito Kid-Fan nicht einfach nur drei Zahlen einblende und das war's. Natürlich ist der Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher, aber jetzt auch nicht so hoch. Bezüglich des Gewinnspiels noch, kann ich ja jetzt eigentlich sagen, weil ich denke, heute Abend ist dann Teilnahmeschluss, dann nehme ich nichts mehr an. Das ist natürlich ein Datum, diese Zahlen ergeben ein Datum, weil wer genau hinschaut, der weiß, die ersten zwei Zahlen haben einen Punkt und der letzte nicht. Dementsprechend kann man ja schlussfolgern, dass es ein Datum ist. Das ist der erste Tipp. Da vorne ist ein Cognodon. Ist jetzt nicht so geil, ist kein Highlight, aber also ich wäre hier die Straße entlang gegangen und der ist halt hier, also einmal kurz abbiegen. Könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schnell abgebogen werdet für einen Cognodon. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. So. Gönnen wir uns dieses kleine Cognodon und dann schauen wir mal, wo irgendwo Raids abgehen. Sieht bisher schlecht aus. Nur eine halbe Stunde später, aber schon ist es stockdunkel. Wir machen die Raid-Stunde doch nicht. Erstens, weil nirgendwo was stattfindet, keiner hat sich irgendwo eingetragen, in keinem Gebiet. Außer halt Gebiete, wo ich halt nie unterwegs bin. Zweitens, es sind 200 da reingekommen. Zuerst kam rein ein Unratytox. Ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich musste das erstmal googeln, weil die sind so neu noch, die Gen 5 Pokémon. Es werden keine Bilder angezeigt. Also hier, wo die 100 da reinkommen. Den musste ich erstmal googeln, weil ich nicht wusste, wie selten der ist. Weil der kam rein mit nur noch 17 Minuten. Und ich hätte mich halt beeilen müssen. Wäre knapp gewesen. Unsicher, ob ich den bekommen hätte. Und als ich losgehen wollte, kam noch ein 100er rein. Übrigens, ich weiß immer noch nicht, ob der selten ist oder nicht, aber ich glaube, nicht so selten. Ich dachte zuerst, dass dieser Vogeldino, der zum Flugsaugier wird, aber war es doch nicht. Als dieser Mülltyp. Auf jeden Fall kam da noch rein ein Schallquap. 100%, der ist jetzt ein bisschen häufiger, der ist eigentlich fast überall. Aber den gönnen wir uns trotzdem, weil 100 halt. Und dadurch, dass wir halt jetzt hier sind und die Raid-Stunde dann demnächst anfängt, nehmen wir halt keine mehr mit, weil hier könnte man eigentlich auch raiden, aber hier hat sich auch niemand eingetragen. Deswegen, ja, vergesst mal die Raid-Stunde, nicht so wichtig, also interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. Wie gesagt, ich hätte ein paar Raids mitgenommen für euch, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt noch ein paar Heatrun-Raids. Nächste Woche oder vielleicht am Wochenende so ein paar random, aber mit der Raid-Stunde heute wird es nichts. Dafür ein neuer 100er. Wir sind noch nicht ganz da. Es ist hier vorne ungefähr. 200 Meter, 150 Meter. Haben noch 4 Minuten. Alles easy. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da rankommen. Weil hier kann man jetzt rechts. Soll ich jetzt hier rechts?
glaube, ich gehe hier jetzt rechts. Ah ja, da haben wir es. Ich bin doch nicht rechts gegangen. Dachte mir, das ist doch nah genug. Saftig. Falls da drin bleibt, natürlich. Und? Wir sind bisher 200er geflohen. Das war einmal Bisa Sam oder Bisa Knosp und einmal Dragonier 100. Mein erster. So. Perfekt. Das war's auch schon wieder, Leute. Nicht allzu viel passiert. Neues 100er gefangen. Dafür die Rage-Stunde ausgelassen. Aber auf die hatte ich eh nicht so wirklich Bock. Endlich hat jetzt auch die Seed-Attacke angekündigt. Aqua Hobbits, aber. Wen juckt's? Sonntag ist, glaube ich, auch schon Seed. Ja, werden wir zocken. Schönen Tag noch. Gewinnspiel wird wahrscheinlich heute Abend, also um 0 Uhr oder so, beendet. Wer es bis dahin nicht gelöst hat, der hat halt Pech gehabt, aber der wird wahrscheinlich auch nicht mehr drauf kommen. Ist wirklich nicht so schwer, strengt euch an. Wenn nicht, dann habt ihr halt Pech gehabt. Das war's von mir. Ihr wisst Bescheid, wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon Serious Business.